Jugend und Europa, Bildung ohne Grenzen ist, glaube ich, der Titel dieser Veranstaltung. Ich muss ein bisschen die Harmonie stören, glaube ich, weil ich rede von Grenzen. Ich muss von Grenzen reden. Wenn es um Jugend geht, die außerhalb Europas geboren ist und die Jugendliche sind, die ihre Heimat verlassen müssen, wollen, dürfen und versuchen in Europa eine Existenz zu schaffen, dann sind die in erster Linie und hauptsächlich mit Grenzen beschäftigt und mit Grenzen konfrontiert. Das beginnt bei der Reise nach Europa. Also wir kennen, also viele aus meiner Generation kennen den Eisernen Vorhang, auch von den Bildern mit Stacheldrähten. So ein Bild wie die Grenze von Ceuta und Melilla hat keiner von uns jemals gesehen. Ich weiß nicht, wer diese Bilder kennt. Ich habe jetzt nichts mitgebracht zum Herzeigen. Ich möchte ein bisschen was erzählen, aber also so erschreckend wie die Grenze in Melilla habe ich noch keine gesehen. Es gibt einen Film von der Nina Kusturica, Little Alien. Wer den gesehen hat, es gibt da wirklich ziemlich berührende und erschreckende Bilder aus diesen Enklaven Europas in Afrika. Ja? Also nur so zum Thema Bildung ohne Grenzen. Beginnen möchte ich aber mit einer persönlichen Erfahrung. Ich bin erst vor wenigen Jahren, ich habe schon jahrelang mit unbegleiteten Minderjährigen gearbeitet und bin erst vor wenigen Jahren darauf gekommen, dass ich eine persönliche Erfahrung als unbegleiteter Minderjähriger habe. Ja? Das ist eine Geschichte, die geht auch zurück in die Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich bin noch nicht so alt, 15 Jahre nachher auf die Welt gekommen, aber es gab da eine Dänin, eine Philanthropin, ich kenne nur den Namen, den wir damals ihr gegeben haben, Tante Juli, und die hat nach dem Krieg begonnen, in Dänemark Familien zu suchen, die unterernährte, mangelernährte österreichische Kinder über die Ferien aufgenommen haben, um sie hochzupäppeln, ja, aufzupäppeln, ordentlich zu ernähren. Die Eltern mussten nur die Fahrkarte zahlen und der Aufenthalt dann dort in Dänemark war gratis. Und das war natürlich zu meiner Zeit, ich bin 1972 in den Genuss dieses Programmes gekommen, war das natürlich nicht mehr das Thema. Ich war nicht unterernährt. Ja. Es war schon die Wirtschaftswunderzeit, es ging aufwärts. Aber die Frau, diese Tante Juli, hat immer wieder Anfragen auch von dänischen Familien gekriegt, na, gibt es nicht irgendwie so nette österreichische Kinder über die Ferien, das ist immer so lustig. Und in Österreich gab es immer wieder Anfragen, na, gibt es das Programm noch, können wir unsere Kinder auch nach Dänemark schicken. Ja? Mein älterer Bruder, 3 Jahre älter, war das Jahr vorher dort und alles, was mein älterer Bruder konnte, das konnte ich schon lange und habe dann im nächsten Jahr gesagt, ich möchte bitte auch. Ja? Ich war noch nicht mal 12. Ja, und ich hätte mir das besser überlegen sollen oder es hätte sich jemand irgendwie für mich auch den Kopf zerbrechen sollen, es war die Hölle. Ja, allein mit 12, nicht mal 12, mit 2 Jahren Englischunterricht in einer oberösterreichischen Hauptschule, war hervorragender Unterricht, aber 2 Jahre ist nicht besonders viel und ich habe dort nichts verstanden, ich bin ganz allein gewesen, ich habe geheult wie ein Schlosshund, es war fürchterlich, die ersten 14 Tage auf jeden Fall. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn man völlig von aller Welt verlassen ist. Ja, und ich habe es lang verdrängt und ich habe über alles Mögliche geredet, aber dass ich selber in dieser Situation war, ohne Eltern, ohne Familie, ohne Anschluss in einem fremden Land mit einer fremden Sprache leben zu müssen und nicht zu wissen, wie das gehen soll. Ja, das war meine Erfahrung als unbegleiteter Minderjähriger. Ich war sehr minderjährig und sehr unbegleitet. Ja, ich hatte ein Buch mit. Ja, das war der Nils Holgersson von der Selma Lagerlöf. Ja, und da bin ich jetzt bei der Vorbereitung auf diesen Vortrag draufgekommen. Nils Holgersson ist ein unbegleiteter Minderjähriger gewesen. Auf der Flucht übrigens. Ja, er war böse, er hat einen Unfug angestellt, er hat ein Wichtelmännchen gefangen, wo er doch eigentlich die Predigt hätte lesen müssen und ist dann in ein Wichtelmännchen selbst verwandelt worden, hat sich dann irgendwie mit einem zahmen Gänserich den Wildgänsen angeschlossen und ist durch ganz Schweden und wieder zurückgeflogen. Ja? Und ich nehme mal an, das ist eine Gruppe von Lehrern und Lehrerinnen, ihr werdet wissen, dass der Nils Holgersson ursprünglich ein Schulbuch war. Das schwedische Unterrichtsministerium hat die Frau Lagerlöf beauftragt, ein Buch zu schreiben, wo die Geschichte und die Geografie Schwedens, schwedischen Schulkindern, nahegebracht werden soll.
Und der Frau Lagerlöf ist der Nils Holgersson eingefallen. Den habe ich dort dann auswendig gelernt. Ja, das war das einzige Buch, das ich mit hatte auf Deutsch. Und Dänisch lesen habe ich diese 8 Wochen, wo ich dort war, nicht geschafft. Irgendwann hat man bemerkt, dass ich da nicht ganz glücklich bin und hat dann einen Nachbarsbuben, der hat sich dann mehr oder weniger geopfert, diesen stummen, diesen nicht konversieren könnenden Typen da aus Österreich ein bisschen unter die Fittiche zu nehmen. Er hatte auch schon 2 Jahre Englischunterricht und mit unserem zusammen 4 Jahren Englischunterricht haben wir uns dann ganz gut verstanden. Was ich als Schönstes noch, damit es einen positiven Abschluss findet, ich habe das erste Mal in meinem Leben das Meer gesehen und ich war drinnen, das war das Schönste. Ja. Dann war ich wieder zu Hause und bin dann nie wieder nach Dänemark gefahren. Also, mein Bruder ist 3-mal gefahren, also ich habe mit dem einen Mal genug gehabt. Okay, das ist so meine ganz persönliche Geschichte als unbegleiteter Minderjähriger. Es ist nichts rasend dramatisch gewesen. Ich hatte auch schon einen Brief geschrieben an meine Eltern, ich halte es nicht aus, holt mich hier ab, und habe ihn dann nicht abgeschickt. Ja, weggeschmissen. Gut. Unbegleitete Minderjährige auf der Flucht. Es gibt einen zweiten Film über unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, der ist von der Käthe Kratz, der ist schon ein bisschen älter, der ist also aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Kennt den vielleicht auch jemand? Ja, die Käthe Kratz wollte ursprünglich einen Film machen über Überlebende von Kindertransporten im Zweiten Weltkrieg. Also die Kindertransporte im Zweiten Weltkrieg sind wahrscheinlich schon eher bekannt. Ja, es gibt jetzt seit kurzem am Westbahnhof auch ein Denkmal für diese Kindertransporte, ein Denkmal für unbegleitete Minderjährige. Und die Käthe Kratz hat mit Zeitzeuginnen in New York ursprünglich vorgehabt, diesen Film zu machen, und ist während der Recherchen zu dem Film draufgekommen, dass es aktuell, also Ende, Mitte der 90er Jahre, auch unbegleitete Minderjährige in Österreich gibt, die von anderen Ländern nach Österreich im Sinn von Kindertransporten auch gebracht werden, von Schleppern oder auch von Fluchthelfern, je nachdem aus welcher Perspektive man sieht, und hat dann den Film, also die Geschichte ausgedehnt. Also es geht in diesem Film um die Kindertransporte und auch um die aktuellen um die aktuelle Situation von unbegleiteten Minderjährigen. Und die zwei von den Burschen und Mädchen, die in dem Film vorkommen, habe ich betreut im Rahmen eines Krisenzentrums der Stadt Wien. Also das war auch die Zeit, wo ich persönlich zu dieser Zielgruppe im Rahmen der Jugendwohlfahrt Kontakt aufgenommen habe. Als modernes, also quasi Nachkriegsphänomen, sind unbegleitete Minderjährige dann in den 80er Jahren das erste Mal in Mitteleuropa, in Deutschland, in Österreich, in einer größeren Gruppe aufgetreten. Das war während des allerersten Golfkriegs zwischen Iran und Irak. Zwischen 1980 und 1988 haben ja da die beiden Länder sich einen mörderischen Kampf geliefert, der praktisch nichts eingebracht hat. Niemand hat gewonnen, wie bei vielen Kriegen. Es hat ungefähr, also die Schätzungen gehen bis zu 1 Million Tote. Ja, das ist ein Krieg, der relativ häufig auch übersehen wird und aus dem Geschichtsbewusstsein ein bisschen verdrängt ist. Und speziell der Iran hat da eine Politik verfolgt, da hat man 14-, 15-, 16-jährigen Burschen irgendeinen Schlüssel um den Hals gehängt, ja, den Schlüssel zum Himmelreich, zum Paradies, und hat sie nach vorne an die Front geschickt. Ja. Und es hat Eltern gegeben im Iran, die gesagt haben, bevor mein Sohn den direkten Weg ins Paradies nimmt, soll er einen kleinen Umweg über Europa machen. Ja. Und haben ihre Kinder allein nach Europa geschickt. Das war das erste Mal, dass in Europa unbegleitete Minderjährige als, also nicht Jugendliche, die man wegschicken muss, um sie zu retten, sondern die nach Europa geschickt werden, um gerettet werden zu können. Die zweite relativ große Welle an unbegleiteten Minderjährigen war dann während der Balkankriege, speziell aus Bosnien.
speziell Kinder und Jugendliche aus gemischten Familien, die auf allen Seiten sozusagen gefährdet waren, weil irgendeiner war immer falsch in der Verwandtschaft. Und da gab es sehr viele Familien und sehr viele junge Leute sind ja auch dann ohne Elternbegleitung nach Österreich geschickt worden. Und das war auch die Zeit, wo ich am meisten, also wo ich eingestiegen bin in die Betreuung dieser Zielgruppe über dieses Krisenzentrum des Wiener Jugendamtes. In den 2001, Sie haben es erwähnt, hat das Wiener Integrationshaus eine Clearingstelle für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge eingerichtet und hat mich dazu beauftragt, das ein bisschen ein Konzept zu schreiben, Personal zu suchen und zu schauen, dass das tatsächlich auch funktioniert. Zu der Zeit waren sehr viele westafrikanische Jugendliche auf dem Weg nach Österreich, beziehungsweise schon in Österreich. Und mit dem Fortschreiten des Kriegs gegen den Terror sind dann mehr und mehr afghanische Jugendliche dazugekommen. Mittlerweile ist der allergrößte Anteil von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die Österreich erreichen, aus Afghanistan. Das ist so ungefähr bis 2005 sind fast ausschließlich Burschen angekommen, seit Mitte der Nullerjahre mehr und mehr auch afghanische Mädchen, die alleine oder mit einer Schwester zu zweit auf die Reise geschickt werden, nach Europa in Sicherheit, vermeintlich in Sicherheit. Ja, wie schaut das aus? Ich möchte mich jetzt bei der Darstellung der Situation von unbegleiteten Minderjährigen einmal so von der Fluchtsituation auch auf afghanische Jugendliche konzentrieren, weil die aktuell die größte Gruppe darstellen. Sehr viele afghanische Jugendliche, die nach Europa kommen, haben eine Zwischenstation im Iran hinter sich. Ja? Jetzt ist der Iran ja nicht gerade als Ausbund der Humanität und Brüderlichkeit bekannt. Afghanische Flüchtlinge im Iran haben praktisch einen illegalisierten Status von Haus aus. Ein Schulbesuch für Kinder von afghanischen Flüchtlingen ist nicht vorgesehen, meistens verboten. Wenn man Geld hat und den Lehrer bestechen kann, dann lässt er vielleicht in der letzten Bank auch einen afghanischen Buben mal mitlernen. Ja? Bildungschancen im Iran für afghanische Flüchtlinge, Kinder, egal ob begleitet oder unbegleitet, sind praktisch nicht existent. Es wird die Ausstellung von Papieren verweigert, es wird der Status als Flüchtling verweigert, Massenabschiebungen und Massenrückschiebungen ins Kriegsgebiet in Afghanistan sind die Regel. Das heißt, Familien, die im Iran mal die erste Zuflucht gefunden haben, sind sehr oft gut beraten zu schauen, wenigstens ein paar ihrer Kinder weiter nach Westen zu kriegen. Und dann ist die nächste Station die Türkei. Ja, die meisten überschreiten die Grenze zwischen dem Iran und der Türkei am Landweg. Das geht nächtens über Pfade, über Berge, also es ist eine sehr, sehr abenteuerliche Reise. Man wird dort auch versteckt, man muss sich immer wieder verstecken, wenn Grenzposten irgendwie ihre Patrouillen machen und wenn Gefahr droht, dass man erwischt wird. Wenn man nicht erwischt wird, ist man mal in der Türkei und hat dann sozusagen wieder ein relativ offenes Gebiet. Ja, die Türkei wäre aber schon jemals im Osten der Türkei. Das ist sehr weit im Osten, der Osten der Türkei. Also es ist relativ weit dann bis an die Westküste, bis nach Istanbul oder bis dann an die Gegenden, wo die griechischen Inseln dann vermeintlich in Schwimmnähe schon Europa darstellen. Ja, also jetzt Europa im Sinn der Europäischen Union. Okay, also durch die Türkei, meistens ist das Geld dann schon aus. Ja, also das sehr häufig ist in der Türkei das Geld dann schon aus. Das heißt, in der Türkei gilt es dann mal schauen, wie überlebt man und wie kommt man weiter. Ja, Geld ist natürlich immer ein bisschen ein Problem, aber in der Türkei gibt es Möglichkeiten. Also für fitte Jugendliche gibt es in der Türkei doch immer wieder Möglichkeiten, sich mit Straßenverkauf, mit diesem oder jenem, was sie halt gelernt haben, auch über Wasser zu halten, ein bisschen zu Geld zu kommen. Schwieriger wird es dann für die Passage von der Türkei nach Griechenland. Ja.
In den Nachrichten hört man sehr häufig von Lampedusa, man hört sehr häufig von den Transporten, die von Libyen nach Italien gehen oder von Tunesien nach Italien. Relativ wenig ist bekannt von den Dingen, die sich abspielen zwischen der Türkei und Griechenland. Ja, also ein 14-Jähriger, der bei uns aufgenommen wurde, hat uns erzählt, dass er dreimal mit einem Schlauchboot mit anderen Freunden über die Grenze, also über die Enge zwischen Chios und dem Festland gefahren ist und dreimal erwischt wurde, dreimal wieder zurückgeschickt wurde und wieder sich versucht hat, ein Boot zu organisieren, wo er mitrudern durfte. Ja. Es ist natürlich, es ist ein Steinwurf, es ist nicht sehr weit, aber es ist auch gefährlich. Ja. Es wird in der Nacht gefahren, die Leute verirren sich, die Leute kommen irgendwo an der Küste an, wo es vielleicht mit dem Anlegen nicht so einfach ist. Es sterben regelmäßig Menschen auf der Passage zwischen der Türkei und Griechenland. Ja. Und sie sterben vielleicht nicht beim ersten Mal, wo sie rüberfahren, aber wenn sie es immer wieder versuchen müssen, weil sie zurückgeschickt werden, ist es halt dann die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man vielleicht auch irgendwann mal Pech hat. Ja, dann ist man mal auf einer griechischen Insel und damit wäre man grundsätzlich eigentlich genau genommen in Europa, also in der Europäischen Union. Nur die Griechen, also das lasse ich glaube ich jetzt aus. Also in Griechenland ist es praktisch unmöglich, Asyl zu kriegen. Es ist in Griechenland praktisch unmöglich, überhaupt einen Asylantrag zu stellen. Er wird einfach nicht entgegengenommen. Ja, das ist auch nicht das, was die meisten Flüchtlinge eigentlich wollen, Asyl in Griechenland zu bekommen. Die haben genug eigene Sorgen, ja, würde ich jetzt mal sagen. Das heißt, worauf es ankommt, ist, von den griechischen Inseln aufs Festland zu kommen, wieder Meer, wieder Grenze, wieder ein Nadelöhr, wieder gefährlich meistens. Ja. Das ist dann so, das sind dann die, die unterm Lastwagen hängen und dann auf die Fähren fahren und sich dann irgendwie schauen, dass sie von einer Fähre zur nächsten kommen und letztendlich irgendwann am griechischen Festland landen und nach Patras kommen. Ja. Und von Patras geht die Geschichte dann meist weiter nach Italien und von Italien dann mit dem Zug und dann mal an die offene Grenze. Also da ist dann meistens relativ einfach, von Italien auch nach Österreich zu kommen oder nach Deutschland. Also das ist so der Weg eines afghanischen Flüchtlings, bis er in Österreich ist und Asyl beantragen kann und dann als unbegleiteter Minderjähriger in Österreich in einem Asylverfahren ist. Ich verplaudere mich, habe das Gefühl. Okay. Wir nehmen an, so ein afghanischer 16-Jähriger ist jetzt doch nach Österreich gekommen, hat einen Asylantrag gestellt und dann beginnen eigentlich erst die wirklich, dann kommen andere Grenzen. Es sind keine Ländergrenzen, es sind keine Grenzen zwischen politischen Systemen, es sind keine Grenzen zwischen Staaten oder zwischen EU oder Nicht-EU. Dann beginnen die Grenzen, die österreichische, die europäische Politik auch errichten. Ja, das sind dann die Grenzen, wo man sagt, okay, man muss erst beweisen, dass man politisch verfolgt ist, sonst kriegt man keinen Flüchtlingsstatus. Und wenn man keinen Flüchtlingsstatus kriegt, dann kriegt man keine Möglichkeit, sich niederzulassen, kriegt man keine Möglichkeit, sich ein Leben aufzubauen. Und das österreichische Asylgesetz verlangt hier, dass man glaubhaft macht, dass man in seinem Heimatland verfolgt wird. Und zwar persönlich verfolgt wird aufgrund von, also das ist die Europäische Flüchtlingskonvention setzt ja sehr, sehr enge Grenzen diesem Flüchtlingsbegriff. Es ist so quasi der klassische politische Flüchtling, das ist der, dem auch die FPÖ immer wieder gern Asyl gewähren möchte, den gibt es ja in dieser Form nicht. Oder gibt es ganz, ganz selten. Leute flüchten ja nicht, weil sie jetzt ganz persönlich vom Nachbarpolizisten irgendwie mit der Pistole bedroht worden sind. Das ist ja nicht die Realität. Ja, die Realität ist ja meistens, dass es einfach nur eine Aussichtslosigkeit des Überlebens und des menschenwürdigen Lebens gibt. Und die Idee ist, anderswo auf der Welt diese Chancen zu kriegen. Und da muss man aber hier in Österreich zuerst mal glaubhaft machen,
dass man persönlich politisch verfolgt ist. Und welcher 16-Jährige kann das? Ja, welcher 16-Jährige weiß und hat die Idee, dass im Iran am Schulbesuch gehindert zu werden, zwar ein guter Fluchtgrund wäre, aber was macht der Afghane im Iran? Ja, der Afghane muss von Afghanistan verfolgt worden sein, nicht unbedingt vom Iran. Wieso ist er denn in den Iran? Die Österreicher wollen ihn ja eh nicht nach Iran zurückschicken, sie wollen ihn auch nach Afghanistan. Ja, also diese Schwierigkeiten, ja, muss zuerst einmal ein 16-Jähriger durchschauen, damit er auf die Idee kommt, dort Dinge zu erzählen, die beim österreichischen Asylamt auch tatsächlich Bestand haben. Also das sind Grenzen, an denen auch immer wieder junge Menschen, vor denen junge Menschen stehen, die grundsätzlich einmal darauf aus sind, sich eine Existenz zu schaffen. Es ist mittlerweile so, dass die Dublin-Verordnung, sagt das jemanden? Wahrscheinlich nicht. Die Dublin-II-Verordnung, also die Dublin-Verordnung regelt die Zuständigkeit der europäischen, also der Beitrittsstaaten. Also in dem Dublin-Abkommen ist nicht nur reines EU-Abkommen, sondern da sind auch die Schweiz und Norwegen, also Nicht-EU-Länder in Europa, sind diesem Abkommen beigetreten und es regelt die Zuständigkeit fürs Asylverfahren innerhalb der Signatarstaaten. Und es ist so, dass Erwachsene, wenn sie einen Asylantrag stellen, den in dem ersten Land, das sie in diesem Dublin-Europa betreten, stellen müssen. Und wenn ein anderes Land draufkommt, der war vorher schon woanders, dann können sie ihn zurückschicken. Ja? Also wenn jetzt jemand auf der Landgrenze von Ungarn nach Österreich kommt und an der Grenze erwischt werden würde und man sagt, was willst du hier? Dann sagt er, ich möchte Asyl beantragen. Dann sagt er, du warst doch gerade da drüben. Geh doch dorthin und stell ihn dort den Asylantrag. Ja. Für Minderjährige gab es da immer schon Erleichterungen und der Europäische Menschenrechtsgerichtshof hat mittlerweile die Praxis, dass man Jugendliche zurückschicken kann, wenn sie schon in einem anderen Land einen Antrag gestellt haben, abgeschafft mit einigen Erkenntnissen. Ja. Das heißt, es gibt für Minderjährige eine gewisse Erleichterung bei der Überwindung von innereuropäischen Grenzen. Ja, da geht es darum, dass man, was ist jetzt, einen Erwachsenen tatsächlich in die Slowakei zurückschickt, auch wenn man weiß, dass die Slowakei Leute wieder in die Russische Föderation zurückschickt, beispielsweise. Solche Dinge passieren auf der Erwachsenenebene. Für Jugendliche gibt es da jetzt einen gewissen Schutz, da darf man das nicht mehr so ungehindert machen. Speziell nach Griechenland sind die Abschiebungen von Jugendlichen mittlerweile ziemlich eingestellt worden. Für das österreichische Asylwesen und für das österreichische Innenministerium heißt es, wenn ich beweisen kann, dass ein Minderjähriger nicht minderjährig ist, dann kann ich ihn wegschicken. Das heißt, wenn jetzt ein Jugendlicher in Österreich ankommt, dann ist das Erste, was der Beamte mit ihm macht, ist das, dass er ihm sagt, ich glaube nicht, dass du ein Minderjähriger bist. Möglicherweise hat der Beamte ja sogar recht. Ja, möglicherweise ist der Mensch 19 und sagt, er ist 17. Okay, wir haben jetzt gehört, nicht? Jugendlich kann man bis 29, bis 35 sein. Ja? Minderjährig muss man sein, damit man in diese günstigeren Bestimmungen des Dubliner Abkommens kommt. Ja? Also da geht es ganz, diese Grenze ist mit 18 Europa, also europaweit festgelegt. Und das heißt, der Beamte in Dreiskirchen, wo sich der Jugendliche befindet, um seine Zulassung als Asylwerber zu kriegen, sagt, ich glaube dir nicht, dass du minderjährig bist und der ordnet dann eine medizinische Altersuntersuchung an. Ja, das ist die nächste Grenze. Das heißt, bin ich über der Grenze, 18, ups. Ja. Bin ich unter der Grenze, okay, dann geht es die nächste Station weiter. Ja. Es gibt, ohne auf Details eingehen zu wollen, ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der mit medizinischen Mitteln tatsächlich feststellen kann, ob jemand 19 oder 17 ist. Es gibt tatsächlich aber Institute, die verdienen ihr Geld damit zu behaupten, sie könnten das. Die stellen regelmäßig Gutachten aus und sagen, der ist 17 und nicht umgekehrt, der ist 19 und nicht 17. Ja? Und damit ist die Rückschiebung zum Beispiel nach Ungarn, Slowakei, Griechenland, Italien und so weiter wieder zulässig, weil nach Dublin ja für Erwachsene das Land zuständig ist, wo dieser Mensch zuerst europäischen Dublin-Boden betreten hat.
Ja, aber wir nehmen jetzt an, der kommt bei der Altersuntersuchung durch und auch die Gerichtsmediziner gestehen dem zu, dass er mit größter Wahrscheinlichkeit unter 18 ist. Und dann ist er in Österreich Asylwerber oder auch im Fall eines Mädchens eine Asylwerberin. Und dann geht es in die Grundversorgung für Asylwerber, speziell für Minderjährige, dann unter Umständen eben auch in meine Einrichtung, in die Wohngemeinschaft Caravan, wo es dann eine Betreuung gibt und wo es dann eine Unterstützung gibt und wo es dann endlich auch Bildung gibt. Entschuldigung, bei dieser medizinischen Untersuchung, was wird da herangezogen? Das gibt es angeblich, oder? Naja, es wird, also der Verwaltungsgerichtshof hat das irgendwann einmal eingeschränkt bzw. definiert, wie diese Untersuchung ausschauen muss. Sie muss multifaktoriell sein. Das heißt, es müssen verschiedene Faktoren herangezogen werden. Wir haben das seinerzeit multifaktoriell genannt, weil das hat die Frau Fekter erfunden, also unter ihrer Ministerschaft die multifaktorielle Altersuntersuchung. Der erste Status, der erhoben wird, das ist einfach einmal ein physischer. Das heißt, der oder die zieht sich vor dem Arzt bzw. vor der Ärztin nackert aus und der schaut dann, wie weit die Schambehaarung ist und ob das männliche Glied seine Erwachsenengröße erreicht hat und so weiter, stellt das fest und dann ist das schon mal sicher über 15, sagen wir. Ja? Okay? Dann gibt es ein Panoramaröntgen des Gebisses und dann wird dieses Panoramaröntgen zu einem Spezialisten in Deutschland geschickt, das ist der Einzige, der aus diesem Panoramaröntgen dann sagen kann, welches Mindestalter hat er dann nach dieser Panoramaröntgen-Geschichte. Und dann hat man noch die Handwurzel gerönt, was noch von der Strahlenbelastung relativ harmlos ist, aber Mädchen beispielsweise sind ab 14,5 im Schnitt weltweit an der Handwurzel fertig. Also die ändert sich dann nicht mehr. Das heißt, man kann feststellen, ob eine weibliche Jugendliche über 14,5 ist, aber ob sie 17 oder 19 ist, kann man auf diese Art und Weise nicht feststellen. Jetzt ist man dazu übergegangen, den ganzen Schultergürtel zu röntgen und der Aufnahme zu machen, weil sich an den Schlüsselbeinen die Wachstumsfugen später schließen. Ja? Das ist die 6000-fache Strahlenbelastung einer Handwurzelröntgenuntersuchung. Und es gibt das Strahlenschutzgesetz in Österreich, das aber mit dem Asylgesetz aufgehoben worden ist. Strahlenschutzgesetz sagt, für nichtmedizinische Zwecke darf überhaupt ionisierende Strahlung nicht eingesetzt werden, also für nichtmedizinische Zwecke, es sei denn, ein anderes Gesetz bestimmt was anderes. Und das andere Gesetz ist das Asylgesetz. Darum darf man das. Und mit diesen drei Untersuchungen wird dann irgendwie, ich weiß nicht, gewürfelt oder so. Wir haben sogar schon, früher war es noch schlimmer, da haben sie nur arithmetisches Mittel aus Mindestaltern. Also ich weiß nicht, ob Mathematiklehrer unter euch sind. Also aus Mindestwerten ein arithmetisches Mittel und dann zu sagen, das ist das Mindest, also das ist ein bisschen absurd. Egal, ja, das ist, da müssen alle durch. Ja. Also zurzeit sitzen, was ich weiß, ungefähr 80 Jugendliche in Dreiskirchen, die zugewiesen werden könnten, betreut werden könnten, in Bildungsmaßnahmen kommen könnten, wenn sie durch die Altersuntersuchung kämen. Da sind alle Zulassungsbedingungen erfüllt, bis auf die Gewissheit, dass sie auf gar keinen Fall 19 sind. Ja, die warten jetzt darauf, dass sie da durch diese medizinische Maschine kommen und wenn dann der Arzt irgendwie drauf gibt den Stempel minderjährig, dann, es ist schon, also wir werden heute ja eh noch irgendwie ganz grausliche Geschichten über solche Selektionen hören, aber es ist schon ein bisschen was von Selektion, die da passiert. Ja? Und sie ist, und ich gestehe den Ärzten wirklich alles bei bestem Wissen und Gewissen zu, dass die dort arbeiten. Überhaupt keine, die sind keine bösen Menschen. Ja? Ich glaube nur nicht, dass sie sich nicht irren können. Ja? Und ich stehe heute auf dem Standpunkt, ein 19-Jähriger, der mal eine Zeit lang besser betreut wird, als ihm vielleicht zusteht, ist es wert, dass man dafür sorgt, dass kein 16-Jähriger eine Unterstützung nicht kriegt, die er haben soll. Ja? Das ist einfach nur so mein persönlicher Zugang zu diesen Dingen. Wenn es jetzt, wie gesagt, auch mit der Altersuntersuchung klappt, dann gibt es eine Zuweisung in eine Einrichtung der Grundversorgung für unbegleitete minderjährige
Fremde, weil ob er Flüchtling ist, das wissen wir noch nicht. Er ist jetzt einmal nur Asylwerber. Das muss erst festgestellt werden, ob er Flüchtling ist oder nicht. Aber wie gesagt, es gibt dann die Grundversorgung. Und da kommt die Europäische Union ins Spiel. Und zwar insofern, als die Europäische Union mit europaweiten Bestimmungen zum Flüchtlingswesen bis jetzt immer die Lage der Flüchtlinge in Österreich verbessert hat. Bis 2004, bis zum Inkrafttreten der sogenannten Aufnahmerichtlinie, die Aufnahme und Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in europäischen Mitgliedstaaten regelt, hat es in Österreich, also der letzte Wert, der mir bekannt ist aus den frühen Nullerjahren, war 30.000 Asylwerber in Österreich und 8.000 Plätze in der sogenannten, damals sogenannten Bundesbetreuung hat es geheißen. Bundesbetreuung. Das ist das, was der österreichische Staat an Unterstützungsplätzen, also an Wohnplätzen, betreuten Plätzen für Flüchtlinge zur Verfügung gestellt hat. Also ungefähr ein Viertel der Flüchtlinge waren untergebracht. Mit der Aufnahmerichtlinie sind tatsächlich in Österreich alle Flüchtlinge zumindest einmal menschenwürdig untergebracht, krankenversichert und einmal im Wesentlichen von der Basis her versorgt. Für unbegleitete Minderjährige hat man im Rahmen dieser Grundversorgung nochmal ein bisschen mehr an Betreuung, ein bisschen mehr an Versorgung und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr an Bildung vorgesehen. Von der Grundversorgung aus hat ein minderjähriger Flüchtling Anrecht auf 200 Stunden Deutschunterricht und auf 600 Euro Unterstützung für die Absolvierung eines Hauptschulabschlusskurses. Und jetzt frage ich so einmal in die Runde, wer kann sich vorstellen, in einer fremden Sprache den Grundschulabschluss zu machen, nachdem er 200 Stunden Fremdsprachenunterricht gehabt hat? Ich habe zwar Matura oder ein bisschen studiert, aber ich traue mir auf Spanisch keinen Grundschulabschluss zu mit nur 200 Stunden Spanischunterricht. Ja, das geht nicht, würde ich sagen. Das geht nur sehr, sehr schwer. Ja? Mit 600 Euro, also Deutschkurs, Hauptschulabschlusskurs, um 600 Euro. Es gibt zum Glück immer wieder NGOs, die mit Unterstützung durch Spendengeld dann trotzdem Bildungsmaßnahmen zur Verfügung stellen, die dann dazu führen, dass man diese Bildungsziele tatsächlich auch erreicht. Ja? Das darf man aber nicht vergessen, jetzt ein afghanischer Jugendlicher, da gibt es tatsächlich auch welche, die haben 2 Jahre Koranschule hinter sich, wo vorn der Hodja steht und heute halt irgendwie den Koran runterbetet und die Schüler, ohne ein Wort zu verstehen, weil der Koran wird auf Arabisch zitiert, sagen den halt nach. Ja, das ist auch 2 Jahre Schulunterricht, aber die sind teilweise in ihrer Muttersprache nicht alphabetisiert. Die Muttersprache ist so eine Abart vom Persischen, die Schrift, die in Afghanistan verwendet wird, ist auch Farsi, ist die persische Schrift. Ja? Das heißt, selbst wenn jemand eine gute afghanische Schulbildung hat, dann ist er höchstwahrscheinlich einmal in Persisch alphabetisiert und kann Persisch. Ja? Dann in einer fremden Schrift eine fremde Sprache zu lernen und genau 200 Stunden zur Verfügung zu haben, ist wirklich eine Herausforderung. Ja? Es ist erstaunlich, dass es immer wieder welche schaffen. Ja? Wenn diese Deutschkurse soweit absolviert sind, dass der Übertritt in eine Hauptschule in Frage kommt, fehlt oft die Basisbildung. Das ist das, was wir hier einen Volksschulabschluss nennen könnten. Ja, das ist einfach wirklich sicher lesen und schreiben zu können, die Grundrechnungsarten zu beherrschen, vielleicht ein bisschen Proportionalrechnung bereits und ein bisschen was von der Welt zu verstehen, auch von Europa, Geografie, Geschichte, so Basisbildung halt einfach, was man in der Volksschule so ohne weiteres mitkriegt. Wenn man zuerst in Österreich mal 200 Stunden Deutschunterricht hat und keine Schulbildung von zu Hause aus mitbringt, dann fehlt das. Ja, und ein Hauptschulabschlusskurs, sämtliche Hauptschulabschlusskurse sinnvollerweise in Österreich setzen das voraus, dass die Volksschule einmal absolviert wurde und positiv abgeschlossen. Das heißt, nach den 200 Stunden Deutschunterricht oder nach über, sagen wir, 500 Stunden Deutschunterricht, dann kommt es zur Basisbildung und nach der Basisbildung kommt erst der Hauptschulabschlusskurs. Ja, und wenn jetzt jemand relativ jung nach Österreich kommt, sagen wir mit 15 und auch von den Ärzten für 15 gehalten wird, dann hat er 3 Jahre Zeit, bis er volljährig ist
aus der Betreuung als Minderjähriger wieder rausfällt und dann fast keine Chance mehr hat, weil für Erwachsene gibt es das alles gar nicht. Ja? Absurderweise gibt es das auch nicht mehr, wenn die Eltern plötzlich daherkommen. Wir haben das schon, ja, es ist absurd. Es gibt diese Programme nicht für begleitete Minderjährige. Das heißt, ein 16-Jähriger, der mit seiner Familie kommt, kriegt das alles nicht. Ja, das seine Eltern. Wozu braucht er einen Deutschkurs? Ja. Okay, wo sind wir? Wir haben den Hauptschulabschluss jetzt gerade geschafft. Also wir haben wirklich ganz erstaunliche Bildungskarrieren erlebt. Ein Beispiel, ja, Rahmatullah, ich glaube, den haben wir 2004 aufgenommen, mit 14, der hatte ein Projektil, der hat ein Projektil im Hirn, dem hat man in den Kopf geschossen. Das kann man mit jedem Röntgengerät sehen, es ist unoperabel, also wenn man das rausnehmen würde, würde man zu viel kaputt machen, der wird sein Leben lang so ein Ding im Hirn haben. Ja? Der hat bei uns Deutsch gelernt, der hat bei uns einen Hauptschulabschluss gemacht, der hat am nächsten Tag vergessen gehabt, was er am Vortag gelernt hat. Der hat sich extrem schwer getan. Der hat sich durchgebüffelt, der hat sich durchgerackert, der hat den Hauptschulabschluss geschafft. Heute ist er in einem Nobelrestaurant in Wien Kellner. Ja? Der hat 4 Sprachen in der Zwischenzeit gelernt. Und macht das und ist tüchtig und ist etabliert. Ja? Der hätte nach Dublin eigentlich in Holland sein Asylverfahren führen müssen. Irgendwie haben wir es geschafft, dass er dann doch da bleiben hat können. Der hat sich wirklich durchgebissen und durchgearbeitet. Nicht immer ist es so, dass Jugendliche nach Österreich kommen und haben wirklich außer der Schafherde nicht viel gesehen vom Leben. Ja? Es gibt welche, die kommen mit 17 und sind ein halbes Jahr vor ihrer Heimatmatura gestanden. Die haben ein Gymnasium gemacht, die haben eine Bildungskarriere begonnen, die sie aufgrund ihrer Flucht einfach dann unterbrechen mussten. Da fällt mir auch ein Beispiel ein, eine Eritreerin, die mit 17, knapp unter 17 zu uns gekommen ist. Die hat perfekt Englisch gesprochen. Und Amharisch, weil sie der äthiopischen Minderheit in Eritrea angehört hat, was wieder auch ihre Flucht ausgelöst hat. Die haben wir dann in einem bilingualen, also nachdem sie Deutsch gelernt hatte, in einem bilingualen Gymnasium untergebracht und dort ist sie mittlerweile, also sie ist jetzt 20, jetzt müsste sie dann bald einmal die Matura machen. Ja? Aber da ist es gelungen, diese Bildungskarriere mit ein bisschen an Rückstand, aber trotzdem ist es gelungen, sie in irgendeiner Form auch fortzusetzen. Das ist sehr häufig eben die Schwierigkeit, wenn es knapp vor dem 18. Geburtstag ist, dass mit 18 dann die Unterstützung durch zum Beispiel so eine Einrichtung wie jetzt Caravan ist oder andere Einrichtungen, die jetzt für Minderjährige vorgesehen sind, die meisten müssen mit 18 die Einrichtung verlassen. Ja. Oh, sollen wir auf Fragen? Sehr schöner Abschluss, nicht? Mit den zwei erfolgreichen Geschichten.